Ja, weil ich auch immer auf meine Granaten switche. Oh, da sind die, pass auf, Vorsicht. Oh Gott. So geradeaus. Oh, Alter. Yo, mein Junges, willkommen zum heutigen Trophy Battle zu Minecraft Clash. Sind wir mit dem Handy Doppelzeitig? Ja, hallo, hier bin ich, hier direkt vor dir. Hallo, kannst du mich erkennen? Ja, hallo. Und Team Rewaffel. Hallo, ich bin Easy. Und Team Edgar ist auch dabei. Hallo, guten Tag. Leute, wir sind alle schon hier auf unseren Positionen, denn heute wird es explosiv im Trophy Battle. Die Tore zählen zwar nicht, aber es gibt etwas sehr Schönes zu gewinnen, nämlich diese Creeper-Statue. Und zusätzlich kann man diesen Grenade Launcher, mit dem wir uns auch heute bekämpfen, werden gewinnen. Plus die 16 Granaten, also einen kleinen Stack Granaten und 16 Gunpowder wie immer. Das wird der Gewinn heute sein. Und ja, das Trophy Battle heute wird daraus bestehen, dass wir uns hier in Zweierteams gegenseitig bekämpfen. Jeder hat eine schöne Dia-Rüstung, jeder hat ein Eisenschwert und jeder hat vor allem diesen Granite Launcher. Und jeder darf sich die untere Leiste voll machen mit den Grenades bis auf zwei Slots. Oh! Bis auf zwei Slots. Warte mal komplett bis auf zwei Slots, oder wie? Ja, Felix! Was ist los? Wir sind die ganze Zeit Monster, jetzt fang doch endlich an, Mann. Ich explodiere die ganze Zeit. Also, weil die zwei Slots sind einmal das Schwert und die Granatenwerfer. Genau, oder? Ja. Okay. Und Izzy, ein bisschen Essen hier noch für dich. Ja, und das also, Essen. Und, ja, das Essen zählt nicht. Okay. Das ist okay. Ein bisschen. Also den kompletten, also nur Waffe und Schwert und das heißt, man hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Stacks Granaten hat jeder. Okay, gut, hab ich. Alles gut. Okay, dann packe ich da noch was rein. Ich hab da noch nie reingeschossen, aber ich zerbreche. Gehen wir schon mal in den Channel, ne? Okay, aber in die Channel. User left your channel. User joined your channel. Wir sind alleine. Ne, hier ist doch ein Fehler. Da. Was denn da? Ach lol. Weiß ich was. Wie ist der Kracke? Ja, das standen da einfach. Lol. Wir auch. Denk dann, dass du mit dem Rocket Launcher 20% langsamer bist, ne? Mit dem Grenade, ja. Ah, ja, tatsächlich. Ja, ja, und du, denk du da dran. Palle, Leute, die müssen da weg. Woran soll ich denken, Palle? Nicht zu schnell schießen, weil dann treffen sich die Kugeln gegenseitig. Und dann sterbe ich, oder was? Ja, dann schießt du halt direkt vor deine Nase ab. Die einen sind... Inne einfach. Ja... Vielleicht sollen wir jetzt loslegen. Und jetzt? Gehen die beiden jetzt weg? Nee, die sehen uns, oder? Ich bin Single. Hä? Er schreibt es mir scheiße, aber nur so. Weil ein Dummkopf ist. Was ist denn jetzt diese Aussage, Alter? Wir gehen woanders hin. Ja, gut. Okay. Ich dachte eben schon, als so zwei Leute im Gebäude stehen, ich dachte so. Hä? Okay. What is going on in here? Oh, guck mal, hier ist sogar noch ein Grab. Von mir! Das gibt's ja nicht. Da ist einfach ein Grab von mir, Peter. Nice, komm, ich bete kurz, okay? Okay. Sollen wir Scheune oder Hafen? Scheune. Einfach. Das ist. Szene. Da habe ich nämlich, der wohnt da in der Scheune, ey. Wo wohnt der eigentlich mittlerweile, PewDiePie? Ich weiß das gar nicht. Der muss doch immer tausendmal umziehen, weil Fans ihn so übertrieben gestalkt haben. Ahnung, der wohnt irgendwo abseits vom, weiß nicht, von der ganzen... Der hat ja mal in glaube ich, in Italien gewohnt. Dann irgendwie in Schweden, glaube ich, auch. Ich weiß nicht, dann London. Ich weiß es nicht. Okay, bereit. Bereit. Yo. Ich bin auch bereit. Und dann, ich würde jetzt sagen, wir gehen jetzt erstmal mit dem Schwert in der Hand, damit wir schneller sind. Ja, alles klar. Okay, dann go. Wir gehen jetzt erstmal springen wir hier rein und gucken mal von oben so ein bisschen und machen mal vielleicht so den ein... Wow, da war ein Monster. Ich muss das eben töten. Ach, hier kommt man gar nicht weiter hoch. Das ist ja ein bisschen blöd. Doch hier. Wo gehst du denn lang? Ja, was denn? Ja, ich bin doch schon hier oben, du. Ach so, du sahst aus wie der Zombie hier. Naja, ich hab eine fucking Angel, Alter. Was ist denn hier los, ey? Muss es doch noch einen Weg. Oh, Gravity! Alter, er hat mich angezündet. Fuck it, Alter. Der hat mich raus. So, beide Creeper down. Okay, hier kommen wir auf jeden Fall. Wer hat das denn gebaut? Peter, du kannst jetzt nicht alleine da rausgehen, das ist dir klar, ne? Oh, ich hab Bock drauf. Oh Gott.
denn hier los mit den Mobs, Alter? Oh, okay, jetzt brenne ich auch. Ich muss mal ganz kurz. Okay, warte mal, was machen wir denn jetzt? Also nach 5 Minuten, ich finde hier dieses Verbarrikadieren finde ich schon ganz fresh. Aber ich würde halt gerne ein bisschen höher. Ja, was geht? Oder wir gehen einfach ein bisschen, wir gucken mal so ein bisschen rum, oder? Also no risk, no. Was ist denn hier links? Oh Gott, Alter, dieser blöde, diese Mobs nerven so unwahrscheinlich. Da fahre ich echt aus der Haut. Was meinst du hier links? Ja, ich dachte, vielleicht geht's hier irgendwo. Nee, man kann hier wunderbar durch die ganzen Scheiben etc. gucken. Ja gut, das bringt ja auch nichts, weil du nicht so hoch bist. Ja, eben. Warte mal, ich box mich mal hier durch. Vorsichtig, nicht schießen. Kannst du eine Dings, Jane vielleicht hoch? Ja, das war mein Gedanke. Ja, hier kommt man hoch, hier kommt man hoch. Schnell, 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 schnell. Lass dich nicht abschießen. Okay, wir sind da oben. Okay, okay. Guter Platz to be. Weil die anderen werden sich bestimmt auch auf eine erhöhte Position begeben. Ganz oben drauf? Oder bist du da noch? Ich bin oben, ich bin oben, ich bin oben. Was ist das denn da, Alter? Warte mal, wo sind die anderen? Ja, irgendwo so einen kleinen Schlawiner sieht, ey. Baller direkt drauf. Baller direkt drauf. Direkt into the face, Alter. Siehst du, warte mal, du nimmst die rechte Seite, ich nehme die linke Seite. Okay, machen wir so. Ich mach mal. Die rechte Seite ist total nutzlos eigentlich, weil man sieht gar nichts. Man sieht einen Grabstein. Achso, oh, ich musste erstmal auch nachladen. Ja, klar. Oh Gott. Das hab ich noch nicht gemacht. Wäre besser. Ich mach mal nur mal ein paar Testschüsse, ne? Hört sich an, als hättest du Gläser kaputt schlagen. Ja, mal nur mal, um mal ein bisschen das Territorium zu markieren. Einmal nur mal zu zeigen, okay. Machst es quasi schon zum Wasteland. Zack, ah, die fliegen auch gar nicht so weit. Die explodieren dann irgendwann into the air. Okay, das ist eigentlich auch gut. Dann weiß man, okay, so auf die Ferne. Ich hoffe nicht, dass die jetzt auch dieselbe Taktik haben und alle oben stehen. Ne, es wird ja sowieso, die ersten 5 Minuten sind ja nur mal so ein bisschen zum Warmwerden. Denn, das warst du, ne? Das war ich, ja. Okidoki. Aber es geht gut ab auf jeden Fall. Ja, die machen gut. Aber die gehen doch schon weit, so, eigentlich. Ja, relativ. Geht. Also ich glaube, jeder denkt sich jetzt so, okay, die ersten 5 Minuten erstmal so ein bisschen spleasen. Vor allem kannst du davon auch sterben, wenn dein Gegner so neben dir steht und du schießt das Ding ab. Kannst dann theoretisch auch sterben. Weiß ich nicht. Wir können aber mal gerne. Wir gehen mal kurz runter. Können wir das mal ausprobieren? Wir gehen mal kurz runter. Folge mir. Gehen wir hier bisschen runtergegangen. Ja, ich bin einfach runtergejumpt. Hier so an der Middle. Into the Middle. Frisky, frisky, Alter. So, wo bist du? Ich bin jetzt hier im zweiten Stock. Achso, ja, hier. Komm, hier hin. Peter? Okay. Wir gehen mal hier runter. Jetzt mal langsam, Alter. Gucken einfach mal. Hier ist auch wieder ein Grabstein. Hier gibt es auf jeden Fall, gab es schon viele, viele, viele Tode. Denk dran, immer schön zu essen. Ja, okay, das war nur ein. Ja, das. Mal gucken wir mal hier. Da ist auch schon wieder ein. Izzy hat Smurf getötet! What? Alter. Krasse Masse. Ich höre aber auch keine Explosions. Nee, da sind die viel weiter weg, glaube ich. Alter. Aber wo sind die denn? Okay, Augen auf beim Eierkauf. Ja, alles gut. So, schauen wir mal. Müssen wir sehen. Wanted bei vollem Leben. Ja, volle Möhre getroffen. Ja, aber das ist doch auch, also... Bei einer Granate ist das auch, glaube ich, normal. Headshots schreibt er. Genau, wo Revi dir in den Bauch geschossen hat, war das ja war auch ich so. War auch tot. Ja, das war nämlich was komplett anderes. Wo bist du, Palle? Geh nicht so schnell, Alter. Achso. Hier, ich bin hier. Ich hinke gerade. Okay. So. Essen, genau. Ich lad nochmal. Ich lad nach. Okay. Okidoki, Zen-Mittel. Jetzt bitte alle. Okay. Oh, man. Bist du lang gelaufen? Ja, ich bin doch einfach geradeaus. Peter. Wo bist du? Da. Komm. Da bin ich doch.
Ich hab das Gefühl, ich bin einfach noch langsamer als du irgendwie. Ja, weil ich auch immer auf meine Granaten switche. Oh, da sind die, pass auf, Vorsicht. Oh Gott. So geradeaus. Oh, Alter. Das warst du, Peter? Ja, ich war das. Oh, Junge, du kannst mich nicht abschießen. Nee, ich hab auf den Baum, bin die Granate gegen den Baum geflogen. Ja, macht Sinn. Okay, vorsichtig. Aber ist ja nichts passiert, alles easy. Erwischt wenigstens. Das ist ja... oben jemand ist. Nee, wirklich, erwischt haben wir niemanden. Okay, du securest links, ich guck rechts. Okay. Ich muss natürlich aufpassen, wenn die von oben schießen, Alter. Das ist echt ein Vorteil. Ja, das stimmt. Da hinten sehe ich jemanden. Da hinten ist jemand rechts rumgelaufen, komm mit. Ja, ich komme. Komm mit, komm mit, komm mit. Schön aufpassen. Läufst du außen rum? Ja. Ja, ja. Oh, hier sieht man einfach mal gar nichts, weil hier auch einfach so viele Waypoints sind. Okay. Hier ist auf jeden Fall längs schnabuliert. Einfach alles kaputt machen, damit du durchgucken kannst. Ich glaube, er ist nach unten gegangen. Weil das ist der einzig logische Schritt, wenn man alleine ist, sich dann vielleicht... Kannst aber auch in den Reaktor gehen, das habe ich... Na, aber das hätte man gesehen, weil er war auf einmal weg. Schieß da mal ein paar Granaten rein. Warte mal, cover mich mal. Ja. Hier so ein bisschen, dass ich da reingucken kann. Der wird sich da unten... Ich weiß aber auch nicht, wie viele Eingänge es letztlich gibt. Ich muss kurz essen. Wo bist du? Ich bin hier hinter dir. Achso, okay. Okay, du, Kirevi wird sich da verpieselt haben. Mann, diese Waypoints sind echt richtig uncool. Okay, wir gehen mal weiter. Hier ist einfach ein Netherportal. Okay. Nee, ich hab einen anderen Plan. Wir gehen da hoch. Okay, folge mir mal. Ich mach einfach mal... Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Warte, ich muss essen. Kurz nachladen. Mach nochmal ein paar Testschüsse da rein. So, ich gehe mal weiter. Da hinten sind sie. Da ganz geradeaus sind sie durch. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Okay. Ja, wir sind zu weit auch von denen entfernt. Oh, Vorsicht. Ja, wir sind zu weit von... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, dann lass uns mal hier rechts längs. Vielleicht schaffen wir das, die zu flankieren. Wir müssen das Risiko jetzt einfach eingehen, dass wir vielleicht von Revi hier weggeholt werden. Komm mal mit. Aber wenn wir es schaffen, offensiv sie zu flankieren... Wow! Wow. Alter, lauf, 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 lauf! Irgendwo, ja, da ist irgendwo jemand... Ja, das war klar, der war wieder oben irgendwo. Da campt er wieder. Hey, weißt du wo ungefähr? Nee, ich kann es dir auch nicht sagen. Mal kurz. Eine Jimson, Alter. Zack. Kurz mal Invisibility. Zack. Ah, ich muss in Game-Mode gehen. Game-Mode 1. Ah, schade! Aber egal, ey. Diese Raketen, Alter. Krass. Invisibility. Komm schon, gib mir das. Oh, ich höre doch lieber wieder was. Okay, ich müsste jetzt... Genau, ich habe den Effekt. Pack den raus. Mach mal TP Revinside. Ich will wissen, von wo er... Ah, es war wieder so klar, dieser Schlawiner. Aber okay, man muss sagen, er war auch nur noch alleine. Aber, mach mal kurz, mal gucken, wo die anderen sind. Ah, Mann, ey. Okay, da sind die anderen. Ja, Peter, da hoffe ich mal, dass du das einigermaßen gedeichselt bekommst. Problem, Alter. Ja, gut. Wir versuchen's. So. Kann einer mal auf Tag stellen, bitte? Ja, wie mach ich das? Also, hat schon. Den hat er schon auf Tag gestellt. Okay, da fliegen die anderen rum.
Boah, der eine Reaktor ist so destroyed. Gab schon so viele krasse Explosions. Sind die Schweine? Ey, ich darf natürlich nicht ghosten. Also nein, das war jetzt auch nicht. Ich wollte das nur kurz auch selber an die Zuschauer richten. Ich darf jetzt nicht. Ich bin tot. Echt? Ja, ich bin tot. Wieso bist du in Lava geschwommen? Da war ein Loch von der Granate. Das habe ich nicht gesehen, weil ich runtergegangen bin. Und dann bist du in Lava gefallen. Da war so ein kleines Loch. Ja, mitten in Lava, Alter. Oh, Peter. Oh, Mann, Alter. Kannst du ja nirgendwo mehr lang gehen. Scheiße. Ach, Kind. Was ist nur los? Jetzt gucken wir uns mal ein bisschen Revi nochmal an. Hier sieht, guck mal, wie so ein kleines Häufchen Elend hängt er da. Ah, vielleicht schafft er das sogar. Revi ist krass. Oh, die fliegt gut. Boah. Boah, der setzt die richtig gut. Oh, das wird ein Treffer. Oh, snap. Da ist jemand fast tot. Wenn er jetzt nochmal richtig gut trifft, dann ist hier bald Ende Gelände für die Gegner. Meine Damen und Herren, jetzt sehen wir da oben Rivenside auf der Turmposition. Während Team Dizzy sich auf offenem Feld versucht, gegen Revi zu behaupten. Aber die Granaten fliegen einfach von unten nach oben. Nicht so, wie man sich das gerne vorstellt. Die müssen rein theoretisch wesentlich näher rankommen, um da wirklich den wichtigen Treffer zu setzen. Denn von oben scheinen die Granaten natürlich schneller zu fallen. Ganz realistisch, wie man es kennt, wenn eine Granate nach oben geschossen wird, ist sie natürlich nicht so schnell, wie wenn sie nach oben fliegt. Und da sollte sich Team Dizzy mal so ein bisschen dran halten. Jetzt macht Dena 6. Oh, und da versucht er, den kleinen Schlawiner da oben wegzuholen. Jetzt ist es ein 1 vs 1. Jetzt wird es interessant, ob Revi einfach oben weiter campt oder ob er sich sagt, okay, jetzt gehe ich einfach mal in die Offensive und guck, ob ich dann, weil jetzt ist es ja ein faires 1 vs 1. Da oben ist Revi, Alter. Ja, ja, also ich meine, jetzt würde ich sagen, jetzt könnte man, genau, jetzt wählt er auch den Schritt, geht weiter nach unten, bleibt aber trotzdem auf der Position hier stehen. Hat natürlich den Vorteil, selbst wenn er weggesprengt wird, wird er wahrscheinlich im Wasser landen. Und die Granaten von Izzy sind einfach, die fliegen nicht weit genug. Und da ist er down, meine Damen und Herren. Zumindest, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Jawohl! Ja, er ist down. Damit hat Team Rewaffe das Trophy Battle gewonnen. Meine Damen und Herren, das soll es hiermit gewesen sein von einem kleinen Trophy Battle. Falls es euch gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da. Und dann wünsche ich euch allen noch einen angenehmen Tag. Schaut bei den anderen vorbei für die verschiedenen Sichten. Haut rein. Ciao, ciao! Dann.